alles blau. In aller Herrgottsfrühe, wenn die Straßen der Stadt zu regem Treiben erwachen und unsere Kleinen sich auf den Schulweg machen, sind die verschlafenen Äuglein unserer Großen besonders gefordert. Der Schulweg, ein unterschätzter Gefahrenquell in dieser dunklen Jahreszeit, soll sicherer werden. Eine kleine Rundfunkanstalt am Rande des Sauerlands hat sich auf die waghalsige Mission begeben, diesen Gefahren offenen Auges entgegenzutreten. Heute ist nur eine von insgesamt 10 Stationen ihr Ziel. Doch heute ist ein neuer Mitstreiter dabei. Felix, der Feuervogel von Phönixhagen. Heute als Speerspitze der Hagener Verkehrssicherheit. Unter Kennern nun auch Sir Schülerlotz genannt. Die Grundschüler gehen gleich auf Tuchfühlung und verstehen sich bestens mit Felix. Blinky-Aktion ist eine ganz tolle Sache, weil die dunkle Jahreszeit jetzt anfängt und da strahlen die Kinder so herrlich mit diesem Glitzer. Ich finde das ganz toll, dass Radio Hagen uns da unterstützt. Blinkys werden an die Kinder verteilt, um in der dunklen Jahreszeit die Kinder ein bisschen sicherer auf dem Schulweg zu machen. Und wir finden das ganz toll, dass wir sie heute mit der Polizei hier haben. Ja, wenn die dann halt angestrahlt werden, reflektieren die zurück. Und die gibt es halt auch in Teddy-Format und das finde ich ganz toll. Ich finde diese Aktion halt toll. Geht uns natürlich um die Verkehrssicherheit. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit werden die Schüler, wenn sie morgens zur Schule gehen, schlecht gesehen. Es ist stockdunkel. Ja, und alles, was eben zusätzlich leuchtet, wie diese Blinkys, ist natürlich eine super Sache. Und deswegen freuen wir uns auch, mit Radio Hagen diese Aktion durchführen zu können. Ich bin von Radio Hagen und ich habe noch 2 Kollegen von der Polizei mitgebracht. Aber wir wollen natürlich auch heute unsere Blinkys verteilen. Dann machen wir doch mal die Jalousie und dann gucken wir mal, was so toll leuchtet auf der Liste. Ich leuchte den an und ihr sagt mir mal, was da so alles leuchtet, okay? Leuchtstreifen, die reflektieren. Und wenn da ein Lichtstrahl drauf fällt, dann wird man gesehen. Und schaut mal, vorne, da sind Reflektoren dann, dass sie auch vorne gut gesehen werden. So, und jetzt kommt die Frau Müller ins Spiel vom Radio Hagen. Die hat euch nämlich was mitgebracht. Genau, ich habe euch auch was mitgebracht. Blinkys. Also warum machen wir diese Aktion überhaupt? Wir wollen natürlich auf der einen Seite die Kinder erreichen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Autofahrer. Und wir dachten uns, wenn die morgens das Radio anmachen und dann hören, dass wir wieder an einer Schule waren und unsere Blinkys verteilt haben, dann fahren die vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Und wir dachten, vielleicht mit Felix im Schlepptau können wir so noch viel mehr Leute erreichen. Natürlich auch die Leute, die zum Basketball gehen zum Beispiel. Würdet ihr euch freuen, wenn ich euch jetzt die Blinkys verteile? Ja! Können wir das noch ein bisschen überzeugender? Ja! Und deswegen ist Felix auch noch gar nicht ganz im Klassenzimmer drin und schon behangen wie ein Weihnachtsbaum. Natürlich mit unseren Blinkys. Er hat ganz viele Blinkys an den Ohren oder an den Flammen. Der Feuervogel wird christbaummäßig geschmückt. Mehr Blinkys statt mehr Lametta. Mission erfüllt. Die Kinder strahlen. Und Felix hat sich als Schülerflüsterer bewiesen. Diesen Tag werden alle so schnell nicht vergessen. Und wenn sie nicht... Quatsch. Tschüss, bis zur nächsten Feuervogel-TV-Folge.